Ja, ich bin die Caro von Insel Defekt und ich durfte mit Benno zusammen die Mobile First Night organisieren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich schnapp mir einfach den Slot direkt nach der Pause. Da seid ihr alle schön satt und zufrieden. Und ich kann euch meine 7500 Fotos von Asien zeigen. Nee, mache ich nicht. Ich habe ein paar ausgewählt. Die mich kennen, wissen aber auch, ich möchte gerne ein Experiment mit euch vorher machen. Die mich kennen, die wissen, dass ich so eine Yogatante bin. Und deswegen, es sind nur noch ein paar wenige, die noch eine Suppe in der Hand haben, Herr Bartels. Steht einfach mal alle auf. Ihr müsst keine Angst haben, es ist, ich lasse euch hier jetzt auf dem engen Raum keinen Handstand machen oder so. Es ist was ganz Einfaches, was jeder machen kann. Okay, genau, es ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich würde euch gerne gern haben, dass ihr alle mal beide Hände nach oben nehmt. Ich kann jetzt nur eine, genau, und es einfach mal so haltet. Ja, das ist eine Übung, man macht es in der ersten Woche irgendwie. 3 Minuten, hey, ihr auch an der Theke, Sanua, Hände hoch. Man macht es in der ersten Woche 3 Minuten, in der zweiten 5, dann 7, dann 10 und wenn man bei der 10 ist, denkt man sich, die 3 waren ja irgendwie ein Kinderspiel. Ja, sieht super aus, danke Christian fürs Foto machen. Ich mache hier mal den Timer an, damit wir das auch, ich sage euch, wann die 3 Minuten vorbei sind. Also Hände nochmal hoch, okay, ihr schafft es schon, keep going. Genau, also ihr trainiert jetzt gerade nicht nur irgendwelche Muskeln in dem Schulter- und Rückenbereich, sondern auch die Willenskraft, weil damit habt ihr schon halb gewonnen. Ihr wollt jetzt einfach ganz mit allen anderen auch durchhalten und es mir beweisen. Und ich zeige euch in der Zeit ein paar Bilder. Sind keine 7500, das ist doch schon mal gut, oder? genau. Ich habe ein paar ausgewählt. Es ging darum, im letzten Jahr für mich und meine Familie 3 Monate durch Asien. Die Bedingung war low budget. Wir möchten gerne leben, reisen, fortbewegen vor allem, so wie die Locals. Seht ihr jetzt eigentlich noch was? Ist nicht mehr so gut, ne? Macht nichts, ihr könnt auch ein Stück darüber gehen. Genau. Und wir wollten das vor allem eben fortbewegen wie die Locals, damit wir möglichst viele Menschen kennenlernen. Wir wollten verschiedene Landschaften sehen. Wir wollten einfach spüren, wie dieses Land auf uns wirkt und wie das so ist. Man kann einfach so auch eine Verkehrsmittel nutzen. Man kann es aber auch so machen wie die 2 Jungs hier, meine 2 Jungs, die... das ist nicht einfach nur ein Laufband, das macht richtig Spaß, das zu benutzen. Ich habe euch eben ein paar ausgewählt an Verkehrsmitteln, ich glaube, es waren 40 verschiedene oder so. Ein paar habe ich ausgewählt, die uns besonders viel Spaß gemacht haben. Da ging es los, die 3 Jungs, total begeistert von der Mediathek, wie gut ihr ausgestattet ist. Der Favorit von den Jungs, super, total enger Raum mit allen Insassen. Spaßfaktor waren die Löcher im Bodenblech, wenn wir durch eine Pfütze gefahren sind. Also war ein Riesenspaß. Am Anfang vom Urlaub die noch etwas unentspannte Mutter, die ihr Kind am T-Shirt festhält. Aber beim Bootfahren war trotzdem immer toll. Ob das im Ernstfall was geholfen hätte, ich weiß nicht. Tuk-Tuk fahren, klar, kennt jeder was. Also ja, war immer super. Ich hätte auch auswählen können, in welchen Verkehrsmitteln man am besten schläft. Ja, zumindest so lange, bis man dann aussteigen muss, weil man einen Platten hat. Das ist ein ganz witziges Konzept. Man hüpft einfach in dieses Auto rein hinten, klopft dann irgendwann, wenn man aussteigen will und gibt dem Fahrer irgendeinen Betrag. Ich habe es nicht verstanden bis zum Schluss, aber es hat Spaß gemacht und wir sind nie da rausgekommen, wo wir hin wollten. Fahrradfahren war auch immer, ist immer gut, macht Spaß. Und das ist der Favorit von meinen Jungs gewesen, Uber, weil man da so toll zuschauen konnte, wie dieses Auto sich genau dahin bewegt, wo ich denn gerade bin. Also es war immer ganz toll. So, und jetzt habt ihr es auch schon geschafft. Das waren schon 3 Minuten. Ihr dürft die Hände nach unten nehmen. Ihr dürft euch auch hinsetzen. War gar nicht so schlimm, oder? Habt ihr gut gemacht. Und jetzt erzähle ich euch auch, warum ich euch das habe machen lassen und was ich euch damit zeigen will oder sagen will. Es ist nämlich nicht unbedingt die Botschaft, dass ihr jetzt eure Koffer packen sollt, um nach Asien zu reisen und ganz viele tolle Dinge zu erleben, sondern einfach, also uns geht es zumindest so, dass im Urlaub ist alles, sind wir total offen. Wir sind offen für Neues, wir wollen Neues ausprobieren, wir wollen Neues sehen, wir wollen Neues erleben, wir wollen ganz viele Sachen. Und dann kommen wir zurück und wir machen die Wege, die wir immer gegangen sind, genauso. Wir gehen von A nach B. So. Und das machen wir so, weil wir die Entscheidung irgendwann mal getroffen haben, dass das der beste Weg ist. Ja, und
der Impuls, den ich euch gerne geben würde mit diesem Vortrag, mit diesen kurzen Eindrücken, ist einfach mal darüber nachzudenken, ob das wirklich noch so sinnvoll ist oder ob ein anderer Weg vielleicht einfach auch angenehmer, schöner, mit anderen Leuten, whatever. Einfach, gibt es noch eine andere Möglichkeit, von A nach B zu kommen? Oder was wir auch jetzt manchmal machen ist, manche von euch sind nicht aus Nürnberg, vielleicht habt ihr dann gleich morgen die Chance dazu. Geht mal in eine Stadt und geht mal bewusst verloren. Das ist total schwierig mit einem Handy immer am Start und Foursquare, was sagt, was wir jetzt tun sollen. Geht mal bewusst verloren, sagt euch sowas wie, ich gehe jetzt dreimal links, einmal rechts und dann nehme ich das Verkehrsmittel, was mir über den Weg läuft. Und es macht eine Menge Spaß und es ist, macht echt ein bisschen so die Scheuklappen auf. Ja, also was ich damit euch einfach mit auf den Weg geben will, ist eigentlich genau das, bleibt im Kopf und auch so einfach beweglich. Dankeschön.